Scanners 3, Basket Case 3, Haus 4, Stepfather 3 und Friedhof der Kuscheltiere 2 werden hier drin nicht vorkommen. Denn ihr habt sicher wieder Lust auf ein gutes Jahr, nachdem 1991 doch sehr ernüchternd ausfiel, oder? Und genau das bekommt ihr im Jahr 92, denn dieses wirkte wieder stabil und gefestigt und konnte dem Horrorfan endlich wieder etwas bieten. Hier musste ich nicht endlos nachdenken, bis ich eine Top 10 vollkriege, sondern welchen Film ich aus der Top 10 rauslasse. Und das bereitet mir weitaus mehr Freude. Also wieder einmal herzlich willkommen bei den Top 10 der besten Horrorfilme der 90er. Wir kamen natürlich trotzdem irgendwann an diesen Punkt, wo King-Verfilmungen keinesfalls nur Gold waren. Und das zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch die Filmlandschaft. Und auch hier gibt es eines der schwächeren Werke zu begutachten und dennoch, irgendwie hat es dieser Streifen auch in meine Sammlung geschafft. 2018 wurde die Indizierung aufgehoben und der Film ab 16 veröffentlicht. Ob das je nötig gewesen war, fragt man sich natürlich zu Recht bei sehr vielen Filmen, die auf dem Index landeten. Aber ja, er konnte damals mit ein paar blutigen Effekten überzeugen und nahm sofort Fahrt auf, was kurzweilige Unterhaltung versprach. Außerdem interessant, dass hier diverse große Namen des Genres einen Kurzauftritt haben, wie etwa John Landis, Clive Barker und Tobe Hooper. Platz 10, Schlafwandler. Der erste Teil war schon kein Meilenstein, aber seien wir mal ehrlich, in den 80ern und 90ern suchten wir nicht immer Meilensteine, sondern Filme, die uns vor allem unterhielten. Das tat der erste sehr wohl, der durchaus etwas durchdachter daherkam als sein Nachfolger. Aber ja, auch Teil 2 als Horrorkomödie hat mich so unterhalten, dass ich immer mal wieder gerne meine Double Feature Blu-ray reinschmeiße und beide direkt nacheinander gucke. Gerade die Besetzung in den Nebenrollen von Teil 2 kann sich sehen lassen. Bruce Campbell, Sam Raimi und Drew Barrymore, um nur die größten Namen zu nennen. Außerdem konnte er natürlich wieder mit den Effekten überzeugen und hat die wohl bescheuerste TV-Ausstrahlung seit Van Damme-Filmen in den 90ern. Denn der Film ist heute immer noch ab 18 freigegeben und wurde damals ab 12 ausgestrahlt und somit um jede existierende brutale Szene erleichtert, die der Film hatte. Wow. Platz 9, Waxwork 2. John Landis Filmografie, und das könnt ihr mir glauben, ist seit Beginn seiner Karriere ein ständiges Auf und Ab. Er schuf echte Klassiker und im Gegenzug aber auch so richtige Gurken. Dieser Film gehört für mich in die seltene Mitte, die er traf. Eher als Horrorkomödie gesehen und als Hommage zwischen Vampir- und Mafia-Film ist dieser Streifen sicherlich kein Meisterwerk, aber bot mir persönlich so richtig gute Unterhaltung. Eine deutsche Blu-ray gibt es leider nicht und von einem Stream würde ich abraten, da dort meist eine gekürzte Version angeboten wird. Es gibt eine deutsche DVD, die enthält den Film komplett und man kann da ruhig mal einen Blick riskieren, insofern man schon in den 80ern mit Horrorkomödien durchaus etwas anfangen konnte. Platz 8, Bloody Mary, eine Frau mit Biss. Ja, der Erstling beendete noch erfolgreich die 80er. Und nun gibt es auch noch einen zweiten Teil dieses völlig experimentellen Cyberpunk-Horror-Wahnsinns. Dass diese Filme nicht jedermanns Sache sein dürften, ist bekannt. Aber wer ein Freund eines grotesken Durcheinanders ist, dürfte auch mit dem zweiten Teil seine wahre Freude haben. Diesmal in Farbe gedreht, entfällt leider ein Kunstaspekt des Erstlings. Der Rest bleibt allerdings so erhalten. Mit dem Zusatz, dass man versucht,
versucht, eine Story durchsickern zu lassen, die meiner bescheidenen Meinung nach nur aus Eigeninterpretation im ersten Teil bestand. Obwohl es den ersten und dritten Teil der Reihe auf Deutsch gibt, ist das beim zweiten leider nicht der Fall. In Großbritannien gibt es wohl eine um ein paar Sekunden gekürzte Fassung, dessen Schnitte einzelner Bilder eher unbedeutend sein sollen, mit japanischem Ton und englischen Untertiteln. Platz 7, Tetsuo 2. Ihr wollt einen besonderen Film sehen? Hier, da habt ihr ihn. Das war Richard Stanleys letzter eigener, armfüllender Beitrag, bevor er erst 2019 mit Die Farbe aus dem All sein Comeback feierte. Dazwischen drehte er Musikvideos, Dokus oder lediglich Gastbeiträge in Episodenfilmen. Die Geschichte um eine Frau, die vor ihrem brutalen Ehemann in die Wüste flüchtet, um dann zu beweisen, dass sie nicht gerade ein gutes Händchen bei Männern hat und sich in einen Gestaltenwandler verliebt, der sich vom Morden ernährt, besticht durch außergewöhnliches Setting im Genre. Die teils hellen, strahlenden Farbtöne sind sehr untypisch, doch tun der Stimmung keinen Abbruch. Fürs Kino wurde der Film gute 20 Minuten gekürzt, womit er beim Zuschauer überhaupt nicht das entfalten konnte, was er eigentlich ist. Erst später kam der sogenannte Final Cut und konnte beweisen, warum dieser Film in diese Liste gehört. Platz 6, Das Devil. Um ein Werk des großartigen Francis Ford Coppola nachzuholen, setzte ich mich nun voller Erwartungen hin und guckte als großer Fan Nosferatus von 1922 und Dracula des Jahres 31 seine Interpretation und war, um es gleich zu sagen, enttäuscht. Warum ist dieser Film also hier drin? Weil es verdammt schade ist, denn die Besetzung ist großartig und vor allem die Schauwerte sind ein Leckerbissen fürs Auge. Und allen voran ist Gary Oldman als Dracula unglaublich. Eine bessere Besetzung würde mir da kaum in den Sinn kommen. Doch die, ich nenne es mal, Schauspielerei von Keanu Reeves und Winona Ryder ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Und für mich war es einfach zu langatmig, sodass ich nicht vollends überzeugt werden konnte und ich die alten Versionen doch bevorzuge. Aber alles danach, was diesen Stoff angeht, war weit schlechter und wir reden hier auch nicht von einem schlechten Film, denn der konnte gerade visuell überzeugen und über einiges hinwegsehen lassen. Platz 5, Bram Stoker's Dracula. Mit diesem Teil der Reihe ist Anthony Hickox nun das zweite Mal in diesem Jahr vertreten. Und auch wenn der dritte keinesfalls an die ersten zwei Teile anschließen kann, so besticht er weiter durch für Horrorfilme dieser Zeit außergewöhnlichen Special Effects und spielte dabei sogar noch ein bisschen mehr ein als sein Vorgänger. Und wenn man bedenkt, wie es mit der Reihe weiterging, da könnte man schon fast heulen. Der vierte Teil, Bloodline, spielte im Weltall. Tja, das musste wohl damals so sein, ein Teil eines Horror-Franchises muss im Weltall spielen. Und einzig dem fünften Teil Inferno konnte ich persönlich noch etwas abgewinnen, als eigenständigen Film. Doch ab da wurden sie immer billiger und schlechter. Der bis dato zehnte Teil Judgment kam nicht einmal mehr auf den deutschen Markt. Für 2022 ist ein Reboot geplant, das vorab für Furore sorgte. Denn Pinhead wird von einer weiblichen Darstellerin gespielt. Damn, wie kann das nur sein? Nein, ernsthaft Leute, lest die Bücher und euch wird klar, dass hier eigentlich die männliche Darstellung mehr daneben liegt. Und da hat's ja auch niemanden gestört, inklusive mir. Also geben wir dem doch eine Chance und danach können wir gemeinsam übelst abmeckern oder uns vielleicht sogar freuen. Platz 4, Hellraiser 3. Auch das hier ist so ein Franchise mit vielen Auf und Abs. Oder mehr Ab als Aufs, oder sagen wir einfach, man hätte später so vieles besser machen können.
Warum der Film teils dermaßen verrissen wurde, war mir persönlich zwar nie so richtig klar, aber auch ich muss gestehen, dass ich erst später zu schätzen wusste, was ich an ihm habe. Was ab hier immer häufiger in die Schlagzeilen geriet, dass sich die Dreharbeiten für die Regisseure als sehr stressig erwiesen und sich Unzufriedenheit breit machte. Denn auch der vierte Teil war später nicht davon verschont geblieben. Kriegte man beim ersten einen Horror-Science-Fiction-Streifen, war der zweite Science-Fiction-Action mit Horror-Einschlag. Und was ist der dritte? Für mich das, was Fincher am besten und mit jedem Genre verknüpfen kann. Ein Science-Fiction-Horror-Thriller. Und mit der Zeit lernte ich diesen zu lieben. Er ist nie makellos gewesen und wird es nie sein, aber aus heutiger Sicht lohnt sich gerade der 31 Minuten längere Director's Cut. Und vor allem hat er das, was ein Alien-Film braucht. Dichte und düstere Atmosphäre, und auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, gerade dieser Teil hat einige ikonische Szenen zu bieten. Nicht auszumalen, was dabei entstanden wäre, hätte Fincher an seinem ersten Werk gleich volle Kontrolle gehabt. Denn wir wissen alle, was später von diesem Mann so erschien. Platz 3, Alien 3. Ja, da wurde schon etwas erschaffen. Denn dieses Franchise hat einen sehr langen Lauf. Teil 1, 2 und 3 sind absoluter Kult, wobei der dritte wirklich den Slapstick-Anteil ordentlich nach oben peitscht. Trotzdem war die Begeisterung weiter deutlich spürbar. So war man erstaunt, wie der Film tricktechnisch aussah und wie erstaunlich gut er sich in die Trilogie einfügte. Es gibt auch hier wieder einen riesen Wirrwarr, was damals relativ üblich war, denn 5, vielleicht sogar mehr Fassungen tummelten sich auf dem Markt rum und die Laufzeit pendelte zwischen 80 und 100 Minuten. Auch das Remake und die Serie Ash vs. Evil Dead kamen erstaunlich gut an. Im Mai erscheint ein Evil Dead Spiel und 2022 soll auch noch ein neuer Film im Franchise namens Evil Dead Rise in die Kinos kommen. Und zum ersten Mal bin ich skeptisch, ob Evil Dead seine lange Glückssträhne weiterhalten kann. Na, hoffentlich irre ich mich. Platz 2, Armee der Finsternis. Diese Splatter-Film-Persiflage hat es in sich. Würde ihn heute jemand zum allerersten Mal sehen, würde er sich wohl fragen, was dieser Film eigentlich soll. Aber machen wir uns nichts vor. Unter uns alten Kennern im Genre ist das Teil von Peter Jackson absoluter Kult. Zur Abwechslung wird hier gehalten, was versprochen wird, denn dieser Film ist blutig. Dabei aber so überspitzt und drüber, dass ich mich dennoch frage, warum dieser über 30 Jahre auf dem Index war und selbst nach der Streichung 2016 immer noch keinen vernünftigen Weg ins Heimkino gefunden hat. Seit 2018 halten sich zwar hartnäckige Gerüchte, dass Jackson an einem 4K-Master arbeitet, doch in den 4 Jahren ist sehr wenig zum Vorschein gekommen. Ich hoffe, es passiert eines Tages wirklich, denn dieser Film gehört meiner Meinung nach in jede gut sortierte Filmsammlung. Platz 1, Brain Dead. Das war, wie ich finde, ein wunderbares Jahr. Aber zu meiner Recherche zu den nächsten Jahren und welche Filme ich doch eventuell noch nachholen muss, ist mir wieder aufgefallen, wie durchwachsen dieses Jahrzehnt doch war. Man wird das Gefühl nicht los, es gab nur richtig starke oder richtig schwache Jahre und irgendwie nichts dazwischen. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt trotzdem weiter dran und ich versuche dennoch weiter, das Beste aus jedem Jahr rauszuholen, auch wenn es mich in den Wahnsinn treibt. Also, bis zum nächsten Mal bei den besten Horrorfilmen der Neuzeit. 90er.